Windows Mixed Reality ist das neue Virtual Reality System von Microsoft und es ist spannender, als man denkt. Drei Sachen über Windows Mixed Reality, die ihr noch nicht wusstet. Nummer 1. Der Tracking-Bereich kann mehrere hundert Quadratmeter groß sein, viel, viel größer als bei HTC Vive und Oculus Rift. Microsoft meckert zwar bei der ersten Installation, dass man nur in einem 4x4 Meter Bereich sich bewegen kann, aber wenn man einfach da rausgeht aus diesem Bereich, können wir hier auf dem Heise-Parkplatz fast komplett problemlos überall rumlaufen. Und das ist der ursprüngliche Bereich, den ich gerade abgemessen habe, in dem ich mich eigentlich bewege. Da bin ich aber längst rausgegangen. Und das Witzige ist, wenn ich jetzt wieder in diesen Tracking-Bereich reingehe, dann ist der wirklich noch exakt an der gleichen Stelle. Also man hat nur geringes Drifting. Nummer 2. Obwohl Windows Mixed Reality nur kamerabasiertes internes Tracking benutzt, funktioniert das Tracking der Handcontroller viel besser, als man erwartet hat. So, hier in Tilt Brush kann man ganz schön sehen, dass ich wirklich auch kleine, fein ziselierte Sachen malen kann, ohne dass hier irgendwas hakt oder irgendwas ruckelt. Das Faszinierendste ist aber, dass ich auch, es ist ja kamerabasiertes Tracking, da sind aber in den Handcontrollern natürlich auch Gyroskop und so weiter drin. Deswegen kann ich hier wirklich eine solche Armbewegung machen. Und obwohl ich nach vorne gucke und überhaupt nicht und den Handcontroller überhaupt nicht mehr im Kamerabild habe, sehe ich trotzdem, dass ich hier wirklich einen schönen, richtigen Kreis gezogen habe. Und das finde ich schon relativ beeindruckend, dass das Tracking auch dann noch so gut funktioniert, wenn ich gar nicht mehr im Kamerabereich bin. Falls ihr euch übrigens wundert, dass ich Tilt Brush hier mit der Windows Mixed Reality Brille benutze, das gibt es ja eigentlich noch gar nicht dafür. Ich habe eine Beta-Version von SteamVR und ich kann tatsächlich schon alles benutzen, was es für SteamVR gibt. Und das funktioniert bislang bei meinen Tests absolut einwandfrei. Nummer 3. Man kann tatsächlich Windows mit diesen VR-Brillen verwenden. Microsoft hat nämlich tatsächlich eine VR-Haus-Version von Windows entwickelt und die heißt CliffHaus. Ja, das hier ist das CliffHaus. Das ist tatsächlich ein Windows als Hausversion. Und hier kann ich mich frei drin bewegen und an den Wänden sind schon vorinstallierte Windows-Apps, die alle, also Store-Apps, zum Beispiel Skype könnte ich hier benutzen. Ich könnte auch einfach in den Microsoft Store gehen da hinten und natürlich kann ich auch ins Internet gehen. Ich habe hier draußen gerade kein Internet, deswegen funktioniert das nicht. Das Interessante ist aber, dass ich einfach diese Wände hier einfach mit der Hand hier durch die Gegend bewegen kann und ich kann mir auch einfach diese Wände einfach hier in den Raum stellen und kann dann einfach darauf zulaufen und für mich sieht das jetzt wirklich so aus, als wenn ich vor einem riesen Microsoft Edge Fenster stehen würde. So, insgesamt finde ich, dass Windows Mixed Reality erstaunlich gut funktioniert. Man merkt aber auch, dass Windows Mixed Reality nicht als Premium Virtual Reality konzipiert wurde, sondern es ist sozusagen von der VR-Qualität good enough. Es ist ein bisschen schlechter von der Qualität als Oculus Rift und HTC Vive, was vor allem an dem etwas geringen Blickfeld liegt. Man hat also immer so einen gewissen Fernrohreffekt. Was Windows Mixed Reality aber besser macht, ist die Schärfe. Es hat eine etwas höhere Auflösung, das heißt Schriftdarstellung sieht besser aus als bei den anderen VR-Brillen. Vor allem aber funktionieren die viel, viel einfacher in der Installation. Man braucht keine externen Tracker, sondern man steckt einfach USB und HDMI in den Rechner und schon kann es losgehen. Windows Mixed Reality hat auch geringere Systemanforderungen, es läuft auch auf älteren Rechnern. Und deswegen glaube ich, wenn die Preise sinken und die Geräte sehen so aus, als wären sie so gebaut, dass die Preise sinken könnten, also das heißt, da ist Standard-Hardware drin, da ist kein tolles Zeug drin, dass das günstig wird und wenn das günstig wird, glaube ich, dass das ziemlich den Markt aufmischen kann.